Hau die heute mit dem Film Abenteuer des Messias L. Regie führt Philippe de Bocher und die Musik ist von Sorz Delwood. Der superreiche Arthur ist vom Leben gelangweilt, aber sein Berater kann ihn für eine Lebensversicherung über 2 Millionen Euro überzeugen, die aber nur einen Monat gilt. Und auf einmal sind Killer hinter ihm her und jagen ihn durch ganz Asien. Und nebenbei verliebt er sich in eine Stripperin. Ursprünglich wollte man eine Fortsetzung für Abenteuer in Rio, aber weil da die Geschichte schon zu Ende erzählte, hat man sich an einen Roman von Jules Verne rangemacht. Es gibt in diesem Film auch einige Verweise auf Abenteuer in Rio. Die gute Ursula Andress kennt man aus dem ersten Bond-Film Dr. No. Also ist sie das erste Bond-Girl auf der Leinwand. Also ihr wisst schon, dieses Strandlady mit dem Bikini, wie sie aus dem Wasser kam, das war sie. Und bei den Dreharbeiten haben sie sich wirklich verliebt, also Ursula und Belmondo, und blieben, ich glaube, circa 7 Jahre zusammen. Zum Film liegt wieder ein Bootleg dabei, geschrieben von Dr. Siegfried Sassy. Handlung gut, Darstellung auch sehr gut, wo die Musik fand ich nur in Ordnung. Fazit, ein ganz guter Abenteuerfilm.